Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Ewelsbach. Heute bereits schon Donnerstagmittag. Einen wunderschönen Mittag wünsche ich euch. Mahlzeit zusammen. Lasst euch schmecken, wenn ihr gerade irgendwas zwischen den Beißern habt. So, wieder zurück auf der Ewelsbach. Muss ich euch leider sagen, dass mein G27, also mein Lenkrad für den PC, leider komplett den Geist aufgegeben habe, wie ja auch schon heute Morgen in der im Lieblingsprojekt. Heute leider Oldschool-Tastaturspielerei, aber machst du nichts. Da steht es ja nicht drüber, das ist halt einfach so. Und ja, ich hoffe, es ist trotzdem einigermaßen anschaulich für euch. Ich kann von da leider nicht ändern. Ich warte schon auf ein anderes Lenkrad, auf ein Ersatzlenkrad und das sollte die Woche noch kommen. Hoffentlich und dann ja, sollte das wieder passen. So, was ist heute unser Plan? Oh, warte mal, das sieht jetzt aber relativ gleich aus alles. Naja, wir werden jetzt erstmal diese Ballen verfüttern hier, diese wunderschönen, köstlich schmeckenden, frisch geernteten Heuballen. Davor werden wir nochmal den Kollegen hier ansetzen. Wo ist denn der jetzt stehen geblieben? Ist der fertig oder? Sieht er nicht relativ fertig aus, muss ich ja sagen, ne? Da ist eine ganz kleine Stelle. Das wird wahrscheinlich die hier sein. Ich weiß gar nicht, wohin der fahren wollte, ne? Denke jetzt einfach mal, ist es fertig. Ja, wir haben noch ein Feld, glaube ich, was wir sehen sollten, könnten, müssten. Ja, so in der Richtung. Und zwar haben wir ja das Feld 3. Das Feld 3 gehört auch noch uns. Da werden wir jetzt aber was anderes drauf machen. Einfach nur, um nicht überall das gleiche zu haben. Machen wir da. Was ist denn preismäßig ganz okay eigentlich? Sonnenblume finde ich cool. Schneidwerk haben wir ja ein anderes. Ist eigentlich ganz okay. Wir könnten. Kann das Ding Mais? Nein. Wir könnten tatsächlich, aber die 3 ist nicht so übel groß, ne? Wir könnten die andere Sämaschine ankuppeln und können erstmal Mais drauf kloppen. Dann müssen wir das andere Feld einfach grobern, oder ist das gegrobert? Warte, weil du musst. Das ist gegrobert. Ist ja perfekt. Ne? Perfekt. Das heißt, wir werden kurz umsatteln, die Sämaschinen. Sämaschine, ne? Und werden dann einfach dementsprechend Mais ansehen, sodass wir den möglichst bald hoffentlich häckseln können. Das ist doch ein guter Plan, oder? Für die Tiere brauchen wir ja Silage, wissen wir ja alle, ist ja nichts Neues. Und ja, deswegen würde ich einfach mal. Oh, jetzt bin ich am Kärcher vorbeigefahren. Läuft, Berner, läuft. Wir können auch mal das Ding da hinten hoch machen. Das muss ich jetzt wieder umstellen, das habe ich gestern versaut. So. Genau, dann können wir das hier in den Silos reinhauen. Super. Das ist so ein bisschen der Plan. So. Erstmal Geräte waschen, ne? Keine 10 Folgen auf der Map und schon werden Geräte gewaschen. Naja, muss auch sein. Ja, übertreiben müssen wir es auch nicht. Aber so ein bisschen Sauberkeit kann man schon haben am Hof, ne? Ah, die Hupe noch, ja. So. Lass uns mal die Sämaschine tauschen. Die müssen wir natürlich dann auch wieder auffüllen, ganz klar. Aber, jo. Ab und zu geht es sich richtig gut aus und ab und zu denkst du dir so, oh nein, um 1 Millimeter, weißt du? So, okay. Dann die nächste Sämaschine. Ich bin ja froh, dass ich die genau nebenan gestellt habe. Also nebeneinander, ne? Weil dann weiß ich immer, wo die Sämaschinen sind. Das können wir schon mal aufmachen, das Gerätchen hier vorne. Das ist übrigens ein Gerät von der Firma Lemken. Mit einer kleinen Treppe vorne dran. Das, glaube ich, hat auch ein Schlauchsystem, ne? Hat's nicht. Okay, ich habe. Oh, 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 doch. Nach unten. Oh, das ist natürlich totschick, ne? Also da komme ich ja mit nichts gegen ran. Das muss ich ja so sagen. Ich glaube, wir hatten sowas im LS17 auf der Stappenbach. Aber auf der Singleplayer-Stappenbach. Kalt glaube ich eher nicht. Ich glaube aber tatsächlich, dass hier Saatgut reingehört. War natürlich Quatsch. Hier gehört Dünger rein. Habe ich gewusst. Ich wollte es nur testen. Wollte testen, ob das Spiel das auch weiß. Kann ich hier auch noch aufklappen? Ne, warte mal. Z? Ne, N. Wie war denn das? N. Ne. Warum nimmt er jetzt immer noch vorne? Ah, jetzt. Ah, läuft. Muss einen Deckel zu machen, sonst geht das nicht. So, wir haben ausgewählt Mais. Ne? Nur das Beste, ja. So, die 3. Die Frage ist, kommen wir da rein in die 3?
Auf der Seite. Oh ja, das sieht gut aus, warte. Das sieht sogar sehr, sehr gut aus. Wollen wir das mal irgendwie so auseinanderklappen? So, das ist Feld 3, haben wir gesagt. Jo. Feld Nummer 3. Ja, machst du zweimal Vorgewende, machst du scharf. Passt. So, würde ich einfach mal sagen, fängst du mal an. Dünger sehen habe ich eingestellt. Speichern. F3. Sehen. Bin ich gespannt, ob das funktioniert. Ne? Da müssen wir noch ein bisschen warten. Jetzt wird erstmal, oder werden erstmal die Kühe verfüttert. Ist falsch. Die Kühe werden gefüttert, nicht verfüttert. Das ist ein Unterschied. Ein sehr drastischer Unterschied sogar. Ich hoffe und glaube, dass hier das richtig ist. Ne? Ich hoffe, dass hier das Futter reinkommt. Ich hoffe es wirklich, weil sonst gehen mir irgendwie die Ideen aus. Glaube aber schon, dass es so war. Und dann werden wir gleich mal hochfahren zum Händler und werden erstmal 8 Stück Strohballen kaufen. Abladen war Z, ne? Ja. Ja, da hat sich leider gar nichts getan. Das ist nicht gut für uns. Oh, ich war zu weit vorne. Okay. Das heißt, die Kühe müssten jetzt... Ja, guck mal. 28.000, das waren 7 Balden und 1 Grasballe. Ist doch okay. Also ist voll okay. Jetzt holen wir nochmal ein bisschen Stroh, ne? Ich wollte gerade Streu sagen, aber es ist tatsächlich Stroh. Ah, nicht Stromkasten mitnehmen, da hat der Stromanbieter was dagegen. So. Okay. Das hat ja schon mal sehr, sehr gut geklappt. Jetzt holen wir noch ein bisschen, wie gesagt, ne? Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht hier. So, wir fahren hier mal rum. Blinken natürlich nicht vergessen. Vorangeben, auch klar. Da kommt nicht. Und wenn, würde ich hupen und trotzdem weiterfahren. So, perfekt. Ja, wie gesagt, Tastatur ist halt nicht so geil, ich weiß. Ich muss aber zu meiner... Also muss ehrlich sagen, ich finde es gar nicht so übel. Also mir macht auch Spaß, mit der Tastatur zu spielen. Also das ist nicht so, dass ich sage, oh, nee, ohne Lenkrad, den nehme ich nicht auf. Das wäre jetzt auch Quatsch. Wäre jetzt komplett überzogen und übertrieben, meines Erachtens. Aber so... Es ist halt sehr, sehr angenehm, muss man sagen. Ne? Lenkrad ist halt immer so ein bisschen, ja, hast du vor dir was, hast du links was, hast du rechts was. Du bist halt komplett in, wie so einem Bagger gefesselt. Ne? Du hast halt überall Knöpfe und drückst überall, kannst überall draufdrücken und so weiter. Aber mit der Tastatur ist das halt schon ein Ticken angenehmer, muss ich sagen. So, wir kommen im Ortsteil Wiesen zum Gasthaus oder beim Gasthaus zur Eiche. 40 Euro Lohnzahlungen, das könnt ihr gerne von mir haben, das ist gar kein Problem. So, wie ist es denn jetzt klüger? Erstmal die Ballen kaufen wahrscheinlich, ne? Würde ich jetzt erstmal so sagen, spontan. Weizenstroh. Ich würde gerne 8 Stück kaufen. Ja! Weizenstroh, ne? Ja, Weizenstroh. 5.000 Euro. Billig ist anders, aber billig wollte ich auch nicht. Ich wollte Qualität. Ne? Und das Weizenstroh ist natürlich super. Ist zwar auch viel zu wenig, das ist mir schon klar, aber für den Moment wird es erstmal reichen. Das sind Ballen, pass auf! Junge Dame, das sind Ballen, passen Sie auf, das ist ein Anhänger. Oh Mann. Und, jo, läuft. Rauf diese Brille und dann fahren wir schon wieder zurück. Oh, eine knappe Kiste. Hallo, junge Dame. Ja, da ist ein Zaun. Ja, das ist noch... Was ist? Sauber. Muss ein Stück zurück, sorry. So. Die andere Frage ist natürlich jetzt, wo gehört das Stroh hin bei den Kühen, ne? Ihr wisst es wahrscheinlich schon, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Achso, ja genau, ich wollte euch noch was fragen. Und zwar habe ich einen Futtermischwagen gesehen. Und zwar einen ziemlich geilen Futtermischwagen. Den würde ich gerne mit reinnehmen. Ich kann euch den zeigen. Wartet mal einen Moment. Warte, ich versuche euch den jetzt erstmal zu zeigen. Gib mir ein ganz kleines Minütchen. Ich habe den heute gesehen, der wurde, also heute ist Mittwoch ist heute, Mittwoch. Warte, ich habe den heute gesehen und finde den eigentlich schon relativ geil. Ich hoffe, dass, oh, der Sound heult natürlich komplett, ne? Und zwar, warte, ich schalte mal kurz um. Sieht man das? Moment, ich habe gerade den hier. Habt ihr das gesehen? Der Kollege Killer Croc hat das vorgestellt. Das ist anscheinend ein Futtermischwagen, habe ich mir sagen lassen.
Und den würde ich echt gerne mit reinnehmen. Da habe ich Bock drauf. Also man sieht das nicht so viel, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was kostet der. 43.000 ist ein Schnapper, ne? Ist echt ein Schnapper. Und ich habe mir noch nicht angeguckt, was der genau kann. Ich glaube, es ist ein Futtermischwagen. Er ist auf alle Fälle bei Animali, das ist italienisch für Tiere. Aber der sieht schon nicht... Also es sieht halt relativ wuchtig und groß und cool aus, ne? Deswegen schon nicht so schlecht. Fährt auch irgendwas aus hier. Muss ich nochmal genau angucken. Gefällt mir sehr, sehr gut rein optisch. Wenn ihr den haben wollt, in der Videobeschreibung bei ihm ist ein Link. Ich glaube, das ist der. Den werde ich mir jetzt gleich mal runterziehen. Und weil ich finde das cool, weißt du? So, erstmal runterladen, bevor der immer verfügbar ist, der Link. Das wäre schlecht. Jo. So, jetzt machen wir hier nochmal den Szenenwechsel. Tut mir leid, dass ich mich mit euch, also dass ich euch nerven muss mit dem. Aber ich wollte es euch nochmal zeigen. Ne? So ein Futtermischwagen finde ich wirklich klasse. Den kauft man normalerweise auch nur einmal. Und deswegen würde ich gerne diesen haben. Obwohl ich ihn nicht getestet habe, aber er sieht einmal richtig cool aus. Und wenn der Kollege Killer Croc das vorstellt, dann weiß ich auch, das ist eine gute Arbeit dahinter. Ne? Nicht, weil er das so gut vorstellt, was er natürlich auch macht, sondern weil er einfach keinen Schrott vorstellt. Das weiß ich einfach. Ich gucke den Typen schon ewig und noch 3 Jahre lang. Das, was der vorstellt, das ist wirklich cool. Das ist richtig gut. Der war auch der Erste, der damals diese Göwal vorgestellt hat. Diese Silo-Ballenpresse. Weißt du? Das war, glaube ich, eher der Erste. Ja, und dann können wir schon langsam daran denken, dass wir ein bisschen, ich habe Glück auf, Mischration machen. Die andere Frage ist natürlich jetzt, wo gehört dieses Stroh jetzt hin? Glaube nicht, dass es hier hingehört. Ich glaube eher, warte mal, wir werden da jetzt mal das Ausschussverfahren anwenden. Wasser war hier. Ne, Kühe ist hier. Wasser war auch hier, glaube ich, ne? Hier ist nochmal Kühe. Und hier ist was anderes. Also eigentlich müsste es da vorne sein oder hier. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden jetzt einfach mal den ganz doofen Test machen und werden einfach mal die Hälfte hier abladen und die Hälfte hier abladen. Wobei normalerweise ist es so, dass Einstreu ein anderer Trigger ist als wie Futter. Wisst ihr, was ich meine? Wir werden testen. Im schlimmsten Fall nehme ich es nochmal auf und weiter, ne? Dann geht das auch voran. Noch ein Stück zurück, das war ja vorher ein Problem. An dieser Stelle entladen Z. Das hat sich gar nichts getan, das ist schlecht für uns, glaube ich. Wir werden es... Na, ich habe eine doofe Befürchtung. Ich habe eine sehr doofe Befürchtung. Ich glaube, wir müssen das mit dem Einstreuer machen. Wir haben ja einen Einstreuer, den haben wir ja, der ist ja beim Hof. Ich werde ihn jetzt erstmal holen und dann müssen wir das erstmal aufladen. Wo steht denn... Achso, mein Frontader-Traktor steht am Feld, ne? Okay, dann tauschen wir das erstmal jetzt ganz kurz. Jetzt gucke ich nochmal ganz fix, ob der Deutz auch arbeitet. Ah ja. Der macht das gut, ne? Okay, läuft. Der hat eben diese Frontader-Konsole dran, wie ihr seht. Das werden wir wahrscheinlich erst morgen machen. Das geht hier heute nicht mehr aus. Glaube ich. Wir werden jetzt erstmal umkuppeln hier. Und ich muss echt jetzt, ne? Wenn wir Stroh drin haben, muss ich echt mal gucken, dass wir das jetzt wegbekommen hier, diesen IT-Runner. Vom Mistabladeplatz, weil das ist ja, das wäre ja ziemlich peinlich, ne? Wenn der fast neue IT-Runner im Dreck drin steht. Dann eine zweite Ebene, warte mal. Das ist eine zweite Ebene. Ich war der Meinung, ich habe gerade eine zweite Ebene gesehen da oben, aber ist nicht so schlimm. So. Dann Futtermischwagen. Ah, nicht Futtermischwagen. Einstreuer. So ist richtig. So, ich glaube, der kann mitnehmen 2 oder 3 Ballen. Weiß ich nicht ganz genau. Wo haben wir denn den Front? Da vorne haben wir den Frontlader. Haben wir dafür eine Gabel? Ja, wir haben eine Gabel. Super. Da werde ich jetzt aber nochmal den Waldra ranholen. Werde ich das Mähwerk erstmal am Hof stehen, also am Feld stehen lassen. Warte. Öffnen. Was öffnen? Ach so. Okay. Das heißt, das würde wohl auch funktionieren. Hat das die Breite des Rundballens? Müssen wir mal testen. So, wo ist der große Walter? Da ist er. Front abkuppeln. Heck abkuppeln.
Bisschen schneller, danke. Lass mal erstmal so liegen, ne? Ist ja nicht so dramatisch. Wir werden nochmal ganz fix jetzt den Front da ranholen und dann erstmal testen, ne? Vielleicht mache ich auch irgendwas falsch, weiß ich nicht, aber... Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Okay, das sieht schon mal gut aus. Auch wieder den Joystick in die Hand nehmen, ne? Guckt euch das mal an hier. Nö, 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 nö. Okay, ist egal. Sieht aus, als wie ich in der Spielothek mit dem Pac-Man-Dingens rumspielen würde. So, ich will das jetzt noch wissen. Das muss aber klappen. Das muss echt klappen. Sollen wir da zwei nehmen? Also zwei schafft er locker, ne? Der Walter, da ist ja gar kein Problem dran. Ja, kein Millimeter bewegt er sich da, ne? Gucken, dass es auch hier reinpasst. Wir werden dann jetzt gleich nochmal zwei hinterher schubsen. Oh, das... Ah doch, passt. Ich bin da falsch gefahren. Ich möchte nicht auf den Deckel rauffahren eigentlich. So. Gut. Ich würde aber sagen, liebe Leute, wir machen dann morgen weiter. Ich danke fürs Zuschauen. Muss tatsächlich geschehen, es macht tatsächlich Spaß, mit Tastatur wieder mal zu spielen. Bitte verzeiht es mir, wenn es euch nicht absolut gefällt. Ich muss noch was testen jetzt hier. Steuerung B. Funktioniert nicht bei mir. Steuerung B wurde nämlich gesagt für die Rückfahreinrichtung. Aber Steuerung B, sorry Leute, das funktioniert bei mir nicht. Muss ich mir nochmal anschauen. Gut, wir sind aber fertig für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Oh, nicht so toll.